Seid gegrüßt zur 14. Folge unseres Wirtschaftstalks. Die EZB hat jüngst die Leitzinsen von 4,25 auf 4,5% angehoben und ja, damit insgesamt den Leitzins innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums von nur etwas mehr als einem Jahr um insgesamt 4,5% erhöht. Also zur Erinnerung, Anfang 2022 lag er noch bei 0%. Wie gerechtfertigt sind diese Zinserhöhungen angesichts einer ja eher zurückgehenden Inflation? Jan, du kannst uns, glaube ich, jetzt erstmal die neuesten Entwicklungen berichten. Wie stark ist der Rückgang der Inflation, den viele Ökonomen denn auch schon vorhergesagt haben? Ja, schauen wir uns mal die neuesten Daten von Eurostat an. Schnellschätzung September 2023. Die jährliche Inflation im Euroraum ist auf 4,3% gesunken. Vielleicht werfe ich vorher noch einen weiteren Wert mit in die Runde. Der aktuellste Wert, den wir haben bei der Erzeugerpreisinflation, liegt bei minus 11,5%. Wenn wir uns jetzt hier bei Eurostat mal ein paar Länder einfach vereinzelt anschauen, dann erkennen wir auch ein riesen Chaos bei den Inflationszahlen, also riesige Unterschiede. In den Niederlanden haben wir beispielsweise eine aktuelle jährliche Inflationsrate von minus 0,3%, also dort sind wir schon in der Deflation drinne. Und den höchsten Wert, den ich jetzt hier sehe, finden wir in Kroatien. Der liegt bei 7,3%. Aber auch hier zeigt die monatliche Rate ja mit minus 0,7%, dass wir dort jetzt schon bei den Monatswerten in der Deflation sind. Also generell ein Riesenchaos. Slowakei sehe ich hier gerade noch einen höheren Wert, 8,9%. Aber insgesamt, klar, die Inflation ist rückgängig. In einigen Ländern finden wir hier schon Raten unter 2%. Wir finden in den Niederlanden sogar schon die Deflation. Und jetzt ballert also die EZB weiter mit Zinserhöhungen in dieses ja ökonomische Umfeld herein. Also man kann sagen, es ist nicht gerechtfertigt. Die Inflation geht zurück. Der Vorläufer, den wir haben mit der Erzeugerpreisinflation, ist schon stark negativ. In einigen Ländern schlägt das Ganze auch schon auf die aktuelle Inflationsrate durch. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dieser Grundgedanke generell in Realzinsen zu denken, dann sehen wir ja, was das aktuell für ein Chaos generell ja im Euroraum bedeutet. Ich meine, klar, dort zählen die Inflationserwartungen, aber das ist ein Riesenchaos, das wir aktuell in dem Euroraum sehen. Ja, wie sieht es denn mit der Konjunktur aus? Also die Konjunktur ist ja auch noch sehr, sehr wichtig. Jetzt haben wir unterschiedliche Inflationszahlen gehört, teilweise eine hohe Inflationsrate, teilweise schon Deflation. Ja, wie sieht es aber eigentlich mit der wirtschaftlichen Lage aus? Weil auch die ist ja entscheidend für die Inflation. Ja, die wirtschaftliche Lage sieht nicht gut aus. Doch bevor ich da jetzt mal zu ein paar Zahlen komme, erstmal nochmal zur Inflation. Also wir wissen ja, dass die Inflation langfristig den Lohnstückkosten folgt. Wenn man also schauen wollte, ob es ja Tendenzen hin zu einer Inflationsbeschleunigung gibt, dann müsste man sich eigentlich die Lohnentwicklung ansehen. Und die nominalen Arbeitskosten in der Eurozone stiegen im zweiten Quartal 2023 um 4,5% gegenüber dem Vorjahresquartal. Also das ist etwas oberhalb des Inflationsziels von 2%, also die nominalen Lohnkosten. Davon muss man jetzt natürlich die Produktivitätssteigerung noch abziehen, aber ja, das ist auch keine dauerhafte Inflationsbeschleunigung in dem Sinne, dass die EZB jetzt die Zinsen von 0 auf 4,5% hochziehen müsste. Also auch von dieser Warte ergibt sich keine Gefahr einer dauerhaften Beschleunigung. Ja, aber kommen wir nun zur Konjunktur. Es sieht schlecht aus. Also wenn sich das ökonomische Sentiment in der EU angeschaut. Also ich nehme jetzt mal einen Stimmungsindikator von der EU-Kommission. Also das ökonomische Sentiment in der Eurozone ist von ungefähr 119 im Oktober 2021 auf einen Wert von 93 im August 2023 gefallen. Also wir sehen in den letzten zwei Jahren starken Abfall des ökonomischen Sentiments. Das hatte sich zu Jahresbeginn etwas erholt in Erwartung einer sich aufhellenden Lage, die nicht eingetreten ist. Also diese Stimmungsindikatoren, ihr braucht da jetzt nicht zu sehr auf die Werte achten, aber diese Stimmungsindikatoren, die zeigen fast durchweg nach unten. Nach oben zeigt ein anderer Indikator, das ist der der Unternehmenspleiten in der EU, beziehungsweise der Unternehmenspleiten. Die steigen nämlich seit Corona eigentlich durchgängig wieder an. Es gab während Corona durch die massiven Hilfsprogramme, dadurch, dass viele Behörden auch geschlossen waren, historische Tiefstände bei den Unternehmenspleiten, aber mittlerweile befinden sich diese, man kann sagen,
ungefähr 10% oberhalb dessen in der Vor-Corona-Zeit. Also wir reden jetzt gerade vom zweiten Quartal 2023, also dem, wo gerade neue Daten vorliegen. Es sieht also auch diesbezüglich nicht gut aus und man muss bedenken, auch dieser Indikator zeigt seit Corona eigentlich durchgängig nach oben. Also wir haben hier keine Abschwächung dieses Trendes, sondern eher eine Beschleunigung hin zu mehr Unternehmenspleiten sehen wir gerade. Und es gibt kein Anzeichen dafür, dass das stoppen könnte. Und Zinserhöhungen, die schaden ja Unternehmen, die überschuldet sind, sowieso schon. Also wenn Unternehmen überschuldet sind, dann müssen sie diese Schulden alle paar Jahre immer neu refinanzieren. Und wenn die Zinsen dann plötzlich von 0 auf 4,5% gestiegen sind, plus den Risikoaufschlag, den Unternehmen dann zahlen müssen, also bei hochverschuldeten Unternehmen ist dieser Risikoaufschlag natürlich noch höher, ja, sieht es für diese Unternehmen natürlich immer schlechter aus. Naja, kommen wir jetzt zu weiteren Stimmungsindikatoren. Der Einkaufsmanager-Index für die Industrie in der Eurozone befindet sich seit Frühjahr 2022 durchgängig in der Schrumpfung, durchgängig unter der Schwelle von 50. Also Werte über 50, die signalisieren Wachstum, Werte unter 50, die signalisieren Schrumpfung. Und der Einkaufsmanager-Index für die Industrie, der sieht ja schlecht aus. Also die Industrie befindet sich in der Eurozone eigentlich seit Frühjahr 2020 stimmungsmäßig in der Rezession. Für die Gesamtwirtschaft in der Eurozone, also der Composite PMI, der zusammengesetzte Einkaufsmanager-Index, der sieht etwas besser aus. Der hat sich Anfang dieses Jahres erholt. Da befand er sich kurzzeitig über der Schwelle von 50. Aber dann ist er wieder darunter gefallen. Also ich hatte schon gesagt, letztes Jahr hatte man negative Erwartungen. Dann dachte man im Winter, ui, jetzt wird es besser. Jetzt haben wir keine Gasknappheit. Jetzt haben wir das halbwegs geschafft. Aber das war eine Fehleinschätzung. Auch dieser Stimmungsindikator zeigt mittlerweile wieder nach unten. Ich würde an dieser Stelle jetzt gerne auch mal kurz noch über das Wirtschaftswachstum und die Realzinsen sprechen, weil einmal das Wirtschaftswachstum ist ja nicht vorhanden aktuell, ja, roundabout null in der Eurozone, also die Wirtschaft stagniert, das kann man ja eh nicht so genau messen, das ist eh eine Schätzung, was das Bruttoinlandsprodukt angeht, also Rezession kann man von mir auch sagen, könnte es auch Stagnation nennen oder Minimalwachstum, ist mir vollkommen egal, wie es nennt, also wir sind roundabout 0%. Und viele argumentieren ja aktuell, was die Zinsen betrifft, mit den Realzinsen. Und wenn wir uns jetzt anhand dieser ganzen Indikatoren, die wir gerade gehört haben, anhand der Erzeugerpreisinflation, die aktuell stark negativ ist, einfach mal überlegen, wie ist denn die Inflationserwartung für das nächste Jahr, für die nächsten zwei Jahre? Dann kann die ja nicht sonderlich hoch sein. Ja, vielleicht erwartet sogar der ein oder andere Deflation, je nachdem, wie jetzt die Erzeugerpreise durchschlagen. Aber ist ja auch vollkommen egal, sie wird nicht hoch sein. Aber wir haben jetzt ein Zinsumfeld, was die EZB nochmal angehoben hat. Bedeutet, die Realzinsen für Investitionen sind enorm hoch. Und ist ja klar, dass man jetzt weniger investiert. Ja, vor allem zu diesen Realzinsen muss man noch dazu sagen, wir hatten ja einen Preisschock. Das heißt, die Importpreise für viele Unternehmen sind gestiegen, ohne dass ihre Umsätze gestiegen wären. Das heißt, mit diesem Realzins jetzt zu sagen, ja, die Inflation ist hoch, deswegen wirkt so ein niedriger Zinssatz, der unterhalb der Inflation liegt, der wirkt auf jeden Fall konjunkturstimulierend. Das konnte man ja im letzten Jahr auf keinen Fall sagen, da, wie gesagt, die Importpreise der Unternehmen einfach extrem gestiegen sind und ja, die Umsätze nicht unbedingt entsprechen. Also ist das mit den Realzinsen auch immer ein bisschen schwierig. Ja, aber wir hatten es in unseren letzten Videos zu dem Thema ja schon angesprochen. Aus der größten Volkswirtschaft der Eurozone, aus Deutschland, gibt es vor allem zwei Industrien, die gerade abschmieren. Das ist zum einen die energieintensive Industrie, logisch, wenn die Energiepreise explodieren. Und das ist der Bausektor. Der Bausektor schmiert allerdings nicht wegen der gestiegenen Hauspreise ab, wegen der gestiegenen Baupreise ab, sondern fast allein wegen den Zinserhöhungen der EZB. Das sieht man wunderbar. Als die EZB mit ihren Zinserhöhungen begonnen hat, hat der Bausektor begonnen abzubauen. Also das ist eine wunderbare zeitliche Korrelation. Wir sehen, Zinsen gehen hoch, Bauaktivitäten gehen, beziehungsweise erstmal Auftragseingänge gehen runter. Und das Gleiche gilt auch für die Stimmungsindikatoren. Anfang 2022 war die Stimmung im Bau in Deutschland noch positiv. Der Wert lag über 50. Dann ist er mit der Ankündigung von Zinserhöhungen beziehungsweise mit der Verschlechterung der Konjunktur im Frühjahr 2022 langsam abgerutscht und befand sich dann immer auf Werten unter 50. Hat sich dann im Winter diesen Jahres wieder etwas erholt, weil man dachte, die Lage wird besser. Nein, die Lage wurde nicht besser. Die Lage hat sich noch weiter verschlechtert und mittlerweile befindet sich der Bausektor, der Einkaufsmanager-Index in Deutschland, bei unter 40. Also wir sehen dort wirklich eine krasse Schrumpfung. Und das zeigt sich auch in den Auftragseingängen. Im Juli 2023 lagen die Auftragseingänge im Wohnungsbau bei minus 11,1%, nachdem sie im Juli 2022
bei minus 20,6% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gelegen haben. Das heißt, wir sehen hier seit 2 Jahren wirklich eine krasse Schrumpfung des Auftragsbestandes. Die Gesamtzahl für den Juli 2023, das sollte ich der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen, die lag mit 1,5%, war die leicht positiv im Vorjahresvergleich. Aber das liegt an Großaufträgen im Tiefbau. Wenn diese Großaufträge wegfallen, dann geht es auch hier weiter nach unten. Und die Stimmungsindikatoren, die genauso wie die Auftragseinlänge Vorlaufindikatoren sind, die zeigen ja weiter nach unten. Das heißt, diese paar Großaufträge, die wir jetzt im Straßenbau und Tiefbau gesehen haben, die sorgen nicht dafür, dass hier eine dauerhafte Trendwende einsetzt. Im Wohnungsbau, der viel, viel wichtiger ist, geht es weiterhin steil nach unten und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich das irgendwie verändern würde. Ja, das ist ja gerade im Blick in die Zukunft mega problematisch, weil aktuell ist die Produktion jetzt ja noch nicht so stark eingebrochen, aber diese ganzen Zukunftsindikatoren, die Stimmung, die Aufträge, die sind extrem schlecht. Das heißt, wenn wir jetzt das Ganze mal überlegen, wie sieht es in einem halben Jahr aus, in einem Jahr aus, generell das Baugewerbe für das nächste Jahr, das sieht katastrophal aus, ne? Sieht katastrophal aus. Die EZB hat die Zinsen noch weiter angehoben. Das heißt, dort ist auch keine Besserung in Sicht. Und es wird voraussichtlich deutlich schlechter werden, auch was die Produktionswerte angeht, wird es nächstes Jahr deutlich schlechter werden in diesem Gewerbe. Und es ist ein wichtiges Gewerbe generell für die deutsche Wirtschaft. Also das ist sehr, sehr problematisch. Deutschlands wichtigster Wohnungsbauer Vonovia hat jetzt mal alle Neubauprojekte auf Eis gelegt. Also logisch, Vonovia wartet einfach darauf, dass die Zinsen wieder sinken und es günstigere Finanzierung für seine Wohnungsbauprojekte bekommt. Was völlig rational ist aus der Sicht eines privatwirtschaftlichen Unternehmens, was aber aus volkswirtschaftlicher Sicht, gerade dann, wenn wir mehr Wohnungsbau wollen, katastrophal ist. Also die Wohnungen, die jetzt nicht gebaut werden, die werden ja dann nicht zu einem späteren Zeitpunkt anstelle dessen gebaut. Also wir sehen einen starken Einbruch des Wohnungsbaus und das, während unsere Bundesregierung verkündet hat, ein Ziel von 400.000 Wohnungen im Jahr, die sie bauen will. Dieses Ziel wird sie ganz klar verfehlen. Es werden 2023 und 2024 wahrscheinlich deutlich weniger als 300.000 Wohnungen werden, wenn sich am aktuellen Trend nichts ändert. Ich hatte ja gerade schon die Auftragseingänge genannt. Ja, also es sieht schlecht aus und die Politik steuert da in Deutschland auch nicht durch staatlichen Wohnungsbau dagegen. Die Politik steuert auch nicht dagegen, indem sie Maßnahmen gegen die Zinserhöhung der EZB ergreift. Also man könnte ja die Banken strenger regulieren, man könnte Kredite subventionieren, man könnte auch direkt staatlich Wohnungen bauen. Also nichts von dem tut die deutsche Politik. Es ist ein einziges Trauerspiel. Naja, stattdessen setzt die deutsche Politik einen Joachim Nagel. Ich kann es nur immer wieder sagen, das ist unser Bundesbankpräsident, das ist ein SPD-Politiker. Den setzt sie in die EZB und lässt ihn für noch mehr Zinserhöhungen trommeln. Joachim Nagel gehört zu den Falken, ähnlich wie der niederländische Notenbankpräsident, den wir uns gleich ansehen werden. Aber bevor wir zu dessen ziemlich erschreckenden Aussagen kommen, möchte ich jetzt erstmal Lagarde zitieren. Ich meine, sie hat ja eine wirklich gute Begründung für diese Zinserhöhung genannt. Ich zitiere sie jetzt. Sie sagt, wir machen das, gemeint ist die Zinserhöhung damit, nicht, weil wir eine Rezession erzwingen wollen, sondern weil wir Preisstabilität wollen für diejenigen, die die Hauptlast der Inflation und hoher Preise tragen und überwiegend nicht die privilegiertesten Leute sind. Ja, Jan, was ist denn davon zu halten von dieser Begründung? Ja, das ist ziemlich Wahnsinn, was sie da sagt. Also zum einen ist es ja klar, dass die Rezession, die, wie gesagt, die ganze Eurozone wächst aktuell nicht. Ob wir es jetzt Rezession nennen wollen, ist mir egal, wie es nennt, dass das sehr stark etwas mit den Zinsschritten zu tun hat. Das heißt, sie sagt, die wollen das nicht, aber sie erzeugen natürlich eine Rezession. Sie schwächen die Konjunktur mit diesen Zinsen. Das heißt, sie tun es ja trotzdem, egal was sie da sagt. Das ist schon mal sehr unehrlich. Naja, ist ja klar, ihr Ziel ist Preisstabilität, das wissen wir auch. Das hat sie quasi einfach nur da gesagt, unser Ziel ist Preisstabilität, der Rest ist uns egal, sind Kollateralschäden. Das bedeutet dieser Satz. Und das andere ist noch problematischer, dass sie sagt, ja, die Privilegierten, die sind uns egal, und sind die kleinen Leute, die sind uns wichtig. Das sind ja genau die Leute, die sie treffen, wenn die Wirtschaft abschmiert. Das sind die Leute, die dann arbeitslos werden. Ja, so ehrlich muss ja mal sein. Und das ist also auch sehr, sehr unehrlich. Und ich stelle dir jetzt eine Frage, was wäre denn, wenn jetzt Lagarde sagt, ja, aber die Inflation ist jetzt ja zurückgegangen und das schreiben wir uns jetzt einfach mal an. Das hat die EZB jetzt ja gemacht. Ja, wir sind ja toll. Ja, das könnte man jetzt sagen. Also die EZB hat die Zinsen erhöht, nur deswegen ist die Inflation gesunken. Ja, das ist Quatsch. Also
Am Anfang dieses Preisschocks haben schon Ökonomen wie beispielsweise Heiner Flassbeck oder Friederike Spieker die ganze Zeit gesagt, dass die Inflation in einem, in anderthalb, in zwei Jahren wieder zurückgegangen sein wird. Wie konnte das sein? Konnten diese Leute hellsehen? Nein, sie haben sich einfach nur die Realität angesehen. Die Rohstoffpreise sind explodiert und es gab keine selbstverstärkenden Prozesse. Es gab keinen Hinweis darauf, dass das zu einer Beschleunigung der Lohnentwicklung führt. Ganz im Gegenteil. Also wenn die Rohstoffpreise explodieren und die Konjunktur abschmiert, dann übt das langfristig eher Druck auf die Löhne aus und sorgt nicht dafür, dass die Lohnentwicklung plötzlich explodiert. Also die Inflation ist langfristig gleich der Änderung der Lohnstückkosten. Man kann es nicht oft genug sagen. Und wenn man nach selbstverstärkenden Prozessen Ausschau hält, dann sollte man sich zuallererst die Löhne ansehen. Und wenn sich da keine Beschleunigung zeigt, ja, dann wird die Inflation sehr schnell wieder vorbei sein. Und man kann sich dafür auch andere Wirtschaftsräume anschauen, die nicht bei den Zinserhöhungen mitgemacht haben. In China lag die Inflation im August 2023 im Vorjahresvergleich bei 0,1%. Das ist leicht geringer als in der Eurozone, meine ich. Und auch der gesamte Preisschock hat in China viel weniger reingehauen als in der Eurozone, obwohl die chinesische Zentralbank die Zinsen nicht erhöht hat. Und in Japan, da lag die Inflation bei 3,2%. Und auch die Bank of Japan, die hat bei diesem ganzen Zinserhöhungsquatsch nicht mitgemacht. Und trotzdem liegt die Inflation auch in Japan niedriger als in der Eurozone, zumal die japanische Währung, der Yen, extrem abgeschmiert ist. Also ohne diese krassen Verzerrungen an den Währungsmärkten, die vor allem durch Carry Trades bedingt sind, ist jetzt ein anderes Thema, will ich nicht genauer darauf eingehen. Ohne diese krassen Verzerrungen läge die Inflation in Japan wahrscheinlich noch niedriger. Also es ist wirklich, wenn man sich China und Japan anguckt, als Beispiele, die eben nicht bei diesen Zinserhöhungen mitgemacht haben, völlig abwegig zu behaupten, die EZB würde jetzt durch diese Zinserhöhung relevant die Inflation kurzfristig senken. Langfristig kann das natürlich stimmen, wenn die Konjunktur in der Eurozone jetzt abschmiert und es ja eine lange und schwere Rezession gibt, dann wirkt sich das natürlich senkend auf die Inflation aus. Nur dann sprechen wir nicht mehr von Inflation, dann sprechen wir von Deflation. Denn langfristig haben wir kein Inflationsproblem. Langfristig haben wir dann ein Problem mit Deflation. Genau. Die Inflationsrate wird auf jeden Fall dann unter 2% fallen. Und noch eine interessante Sache, wir können auch intern einfach mal argumentieren mit den Daten aus der Eurozone. Wie gesagt, eine Zentralbank, das ist die Modelltheorie. Eine Zentralbank möchte ja die Arbeitslosigkeit erhöhen. Ja, sie möchte ja die Verhandlungsmacht am Arbeitsmarkt der Arbeitnehmer schwächen, damit es zu schlechteren Lohnabschlüssen kommt, damit die Inflationsrate runtergeht. Und aktuell ist es tatsächlich erstaunlicherweise noch so, dass die Arbeitslosenrate im Euroraum runtergeht. Das heißt, in der Modelltheorie sehen wir, die Zinsschritte schlagen aktuell, ja wahrscheinlich schlagen sie schon etwas durch, ansonsten wäre der Wert wahrscheinlich besser, aber schlagen aktuell noch nicht so stark auf dem Arbeitsmarkt durch. Da ist also noch keine Wirkung vorhanden und trotzdem gehe ich einfach mal provokanterweise davon aus, dass die EZB sich bald diese niedrigere Inflationsrate irgendwie, ja, zugute hält. Das haben wir gut gemacht. Jetzt ist die Inflationsrate runtergegangen. Wir sind eine sehr kompetente Zentralbank. Aber es ist halt eben das Gegenteil der Fall. Auch die Modelltheorie passt nicht. Und der Blick in die anderen Länder, die ihre Wirtschaft nicht zerschlagen mussten, zeigt ja, wie man es deutlich besser hätte lösen können. Genau. Also. Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt einige in der EZB, die sind sogar noch verrückter als die Deutschen und die Österreicher. Das sind nämlich die Niederländer. Ich zitiere jetzt hier mal einen Artikel von Finanzmarkt Welt und du kannst dann sagen, was du davon hältst. Wie Bloomberg berichtet, hat ein EZB-Ratsmitglied nun die ausgabenfreudigen Regierungen des Euroraums attackiert. Die Regierungen der Eurozone entscheiden sich nicht für eine Haushaltspolitik, die die Bemühungen der Europäischen Zentralbank zur Eindämmung der Inflation unterstützt. So EZB-Ratsmitglied Klaas Knot. Klaas Knot ist der niederländische Notenbankpräsident. Die Zentralbanker sehen sich demnach mit einer Haushaltspolitik konfrontiert, die völlig im Widerspruch zur zyklischen Lage unserer Wirtschaft steht, sagte der niederländische Politiker am Freitag bei einer Podiumsdiskussion in der Slowakei. Und es gibt keine Bereitschaft, uns bei der Stabilisierung der Wirtschaft in der Eurozone zu unterstützen. Ja, das ist ja schon so ein Gewäsch. Aber wir gucken uns erst nochmal die Inflationsrate hier in den Niederlanden an. Ja. Minus 0,3%. Das heißt, wir haben da einen Hardliner in den Niederlanden, der dem offensichtlich diese minus 0,3% im eigenen Land noch nicht niedrig genug sind. Das ist schon ziemlich erstaunlich, dass solche Aussagen von ihm kommen. Generell können wir sogar erkennen, dass die Staatsverschuldung, diese schlimme Staatsverschuldung der Eurozone aktuell rückläufig ist. Und des Weiteren muss man ja mal dazu sagen, dass wir, wenn wir diese so wichtigen Indikatoren, die er da heranzieht, einfach mal auf die verschiedenen Länder übertragen. Wie gesagt, wir sehen so ein Chaos. Wir sehen Länder mit hoher Staatsverschuldung, mit niedriger Inflationsrate aktuell.
Länder mit verhältnismäßig niedriger Staatsverschuldung, mit hoher Inflationsrate aktuell. Also diese ganzen Indikatoren, die für ihn wahrscheinlich wichtig sind, die er da jetzt meint mit, die Länder, die geben zu viel Geld aus. Das passt alles überhaupt nicht zu den aktuellen Zahlen, zu der Empirie. Das ist einfach nur irgendeine Ideologie, die er da durchzieht. Und ich weiß gar nicht, wo er da jetzt hin will für sein eigenes Land. Die Inflationsrate ist oberhalb von 2%, also ist die Konjunktur überhitzt, also müssen die Zinsen hoch. Ja, das ist das Einzige, was er kann. Also er kann zwei Zahlen miteinander vergleichen. Das scheint so seine Fähigkeit zu sein. Die eigene Zahl im eigenen Land scheint ihn jetzt nicht sonderlich zu kümmern. Er vertritt nur den Euroraum. Das heißt, wenn die Niederlande jetzt -3, -4% schaffen, dann können sie ja den Schnitt im Euroraum runterziehen und dann kommen wir ja vielleicht noch schneller auf die 2%. Ja, aber diese ideologische Verbohrtheit, die scheint ja nicht nur in den Niederlanden der Fall zu sein. Also es ist ja wirklich erschreckend, dass erst jetzt einige sich dazu getraut haben, gegen diese Zinserhöhung zu stimmen. Also warum haben die Südeuropäer denn nicht von Anfang an gegen Front gemacht? Warum haben die Italiener, die Griechen, die Spanier nicht von Anfang an gesagt, wir wollen diese Zinserhöhung unter keinen Umständen, wir stimmen überall dagegen? Nein, sie haben das alles ja fast ein Jahr lang mitgetragen, haben zugesehen, wie auch die Zinsen auf ihre eigenen Staatsanleihen explodieren. Also der Spread für italienische Anleihen gegenüber deutschen, der hat sich ja deutlich erhöht beispielsweise. Also man spricht immer davon, dass Politiker in der EU nationalistisch denken würden, dass sie irgendwie ihr eigenes Land an erste Stelle stellen würden. Also man könnte in der EZB nur sagen, wenn die Südeuropäer das mal gemacht hätten oder jetzt beispielsweise die Niederländer, wo die Inflation vorbei ist, dann würden dort bessere Entscheidungen getroffen werden. Wenn die nicht einfach nur sagen würden, ach, wir gucken uns nur die offizielle Inflationsrate der gesamten Eurozone an, sondern mal ein bisschen darauf geschaut hätten, wie die konjunkturelle Lage auch nur in ihrem eigenen Land ist. Nicht mal in der gesamten Eurozone, sondern nur in ihrem eigenen Land. Ja, das betrifft ja den gesamten EZB-Rat, also aktuell nicht mehr den gesamten. Aktuell gibt es ja gewisse Unstimmigkeiten, nur eine solide Mehrheit oder was Lagarde gesagt hat, kannst du gerne gleich nochmal genauer sagen. Aber ja, der gesamte EZB-Rat kann nur zwei Zahlen miteinander vergleichen. Ja, sie haben das Mandat, diese Satzung, 2%, und wenn der Wert darüber liegt, Zinsen rauf. Das ist das, das sind deren Fähigkeiten. Die haben ein paar kompetente Leute in der EZB, die zum Beispiel im März veröffentlicht haben, die Erzeugerpreisinflation ist ein Vorläufer für die richtige Inflation, wurde im März von der EZB offiziell so veröffentlicht. Jetzt ist die direkt die Erzeugerpreisinflation, wie gesagt, stark negativen Wert, -11,5%. Jetzt ist es egal. Jetzt ist es egal. Jetzt werden wieder nur die beiden Werte miteinander verglichen, weil alles andere ist ja zu kompliziert, mal zu überlegen, was ist in einem Jahr? Weil das ist ja eigentlich aktuell das, was besprochen werden sollte im EZB-Rat. Wie hoch ist die Inflation in einem Jahr? Das ist ja der Wert, den wir beeinflussen können. Den aktuellen Wert, den können Sie ja gar nicht mehr beeinflussen. Die 4,3%, die sind ja schon abgelaufen. Ja, auf jeden Fall ist es deswegen etwas ja erschreckend, dass erst jetzt im EZB-Rat Stimmen dagegen laut werden und nicht schon viel früher laut geworden sind. Dass es immer noch zu einer soliden Mehrheit reicht, ist ebenfalls traurig. Also es gibt in keinem Land der Eurozone mehr ja Bedingungen, die auf eine dauerhafte Beschleunigung der Inflation hindeuten. Also abgesehen vielleicht von einigen kleinen osteuropäischen Staaten, wo die Lohnentwicklung etwas außer Kontrolle zu geraten droht. Das sollten wir vielleicht mal in einer anderen Folge noch besprechen. Aber insgesamt deutet nichts auf eine dauerhafte Beschleunigung und alles auf einen sehr baldigen Rückgang der Inflation unter 2% hin. Dass die EZB das nicht sehen kann oder schlichtweg nicht sehen will, also sie könnte es ja sehen, wenn sie es sehen wollte, das ist einfach nur traurig und es ist ein weiteres Argument, was dagegen spricht, die EZB als technokratische Institution zu ja, organisieren, sondern sie endlich unter demokratische Kontrolle zu stellen. Genau, also vielleicht auch nochmal hier an dieser Stelle so ein bisschen Empirie. Auch wenn man sich die Empirie anschaut, Wachstum, Inflation, auch dort kann man erkennen, zum Beispiel, wenn es langfristig eine Inflation von 5% gibt oder von 10%, dass das sogar mit höheren Wachstumszahlen verbunden sind. Und wir haben der EZB, einer technokratischen Institution, in ihr Mandat geschrieben, 2%. Und das als Hauptziel, haben dann noch ein paar Sekundärziele dann dazu hintergestellt, wie konjunkturelle Lage und so weiter. Aber das als Primärziel einer Zentralbank in ihr Mandat zu schreiben, ist halt einfach nicht so clever. Das führt genau zu diesen Situationen, dass eine Zentralbank trotz der schlechten Konjunktur die Zinsen erhöht, weil wie blöde nur auf dieses Primärziel geschaut wird und dann ja auch noch argumentiert werden kann, das ist ja unser Primärziel. Und das ist halt ein entscheidender Fehler. Und was du gerade gesagt hast, ja, in ein paar Ländern im Baltikum beispielsweise gibt es sehr, sehr hohe Lohnabschlüsse und das könnte tatsächlich sich langfristig quasi dort ja einspielen, eine Lohnpreisspirale in einigen kleinen Ländern dort. Und da müssen wir auf jeden Fall mal drüber reden, weil das sind dann nicht nur
aktuelle Inflationsdifferenzen, die ich euch gerade vielleicht gezeigt habe, das könnte wieder zu langfristigen Inflationsdifferenzen führen, weil es dann ja um die Lohnentwicklung geht, also das, was langfristig die Inflationsrate bestimmt. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ja, absolut. In diesem Sinne würden wir sagen, misstraut der EZB, schaut euch weiter an, was die da anrichtet, und wir können nur hoffen, dass die schnellstmöglich umsteuert, damit sie die Konjunktur in der Eurozone nicht noch weiter schädigt, als sie es ohnehin schon getan hat. Die Zinserhöhungen waren von Anfang an ein Fehler, und was sie gerade macht, das entbehrt wirklich jeglichen gesunden Menschenverstandes. Ja, und ich bin mal optimistisch und ich sage irgendwann, spätestens, sagen wir mal Ende des Jahres werden sie umdenken. Ich bin einfach mal optimistisch. Ja, hoffen wir das.